So, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben mit Azazael irgendwie unser meistes Glück gehabt. Und ich glaube, wir nehmen ihn auch nochmal. Ich will hier mal ein bisschen weiterkommen. Ich habe gerade eben zwei Runs mit Isaac aufgenommen und wir sind einfach... Das kann doch nicht wahr sein. Ich nehme Azazael und zack, es geht schon im ersten Geheimraum besser. Ich habe mit Isaac habe ich gerade so einen Scheiß... Oh Gott, war noch nicht geladen. Ein Scheiß gekriegt mit... Ich kann mich selber in die Luft jagen und nehme dabei Schaden. Wer will sowas? Mach bitte die Spinne. Mach bitte Spinne, mach die Spinne. Die macht Boom nämlich. Okay. Oh Gott. Der letzte Run mit Azazael, da haben wir uns ja eher selber getötet, weil wir immer irgendwie in die Gegner reingelaufen sind. Drei Münzen. Und ich würde sagen, hier ist der Geheimraum. Hier ist er auch. Bomben. Okay, Bomben. Naja, kann man nichts dagegen sagen. Gegen Bomben, Bomben sind immer schön. Oh. Oh, Mist. Ein Treffer haben wir kassiert. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft mit ihm. It feels lucky. Ist da jetzt nicht irgendwie was in den Kacki-Häufchen drin? Nein. Wir haben keine Kacki-Häufchen zum Ausprobieren. Okay, wir haben ja noch eine Ebene vor uns. Dann schauen wir mal. Pin. Pin ist nicht so tragisch. Der wird sich jetzt gleich irgendwo hinstellen. Wo wir mal wegschießen können. Ah, und er ist voll in uns rein und HP ab. Naja, kann man sich nicht beschweren. Und wir gehen in die nächste Etage runter. So. Ein Zweischlüsselraum und ein Upgrade. Ah. Ich krieg schon wieder die Krise, wisst ihr das? Das fängt schon wieder so richtig genial an. Aber ich habe hier was gesehen, den schnapp ich mir gleich. Das fängt schon wieder so richtig genial an. Ich glaube, hier könnte auch noch der Geheimraum sein. Hier ist er auch. So. In dem zwei Schlüssel sind und sich eine Abkange hat. Okay. So muss man das machen. Dann klappt es anscheinend am besten. Und in den Kacki-Häufchen ist gut Geld drin jetzt. Wir haben noch kein Damage ab oder so irgendwas gekriegt. Ui. Irgendwas Nützliches haben wir noch nicht wirklich bekommen, oder? Ein HP ab. Damage und HP ab. Und hier war ein Herz. Perfekt. Jetzt haben wir 21 Münzen. Da würde ich doch sagen, schauen wir mal in den... Hier rein. Hier ist ein Würfelraum und ein Seelenherz. Was rerollt die 5? Die ganze Ebene rerollt die 5. Okay. I found pills. Okay. Alter, schaust jetzt komisch aus. Die ganze Ebene rerollt die 5. Hey, vielleicht machen wir das sogar ein paar Mal. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwann einmal was Richtiges. Könnten wir uns mal finden. Oh.
könnten wir uns vielleicht so richtig OP machen. Balls of Steel. Cool. Jetzt müsste es ja da auch einen neuen Geheimraum geben. Wenn ich mich nicht jetzt recht irre, müsste es einen neuen Geheimraum geben. Zack. Zack. Ah, die ist voll in mich reingesprungen. Das ist ja total in mich reinköpft, das Ding. Ich glaube, hier könnte irgendwas sein. Das hat irgendwie... Oh! Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Aber okay. Da wollte ich echt noch nicht rein. Aber jetzt bin ich da irgendwie so aus. Ja, und wir sind getroffen worden. Heißt kein Devil Deal für uns, oder? Doch, ein Devil Deal. Und wir kriegen hier Speed Up, Size Down. Und eine Pille, was Paralyse ist. Okay, was kriegen wir denn für den Devil Deal hier? Schwarze Herzen. Damage Up, nehme ich gern. Aber wir machen erst einmal die Ebene fertig. Wenn wir die 5 haben, setzen wir sie nochmal ein. Wir können ja die Ebene nochmal machen vielleicht, wenn wir Glück haben. Machen wir sie vielleicht sogar nochmal. Oh, wir haben keinen Schlüssel. Probieren wir es mal aus. Hier könnte der Geheimraum sein. Hier ist er aber nicht. Aber er könnte hier auch noch sein. Hier ist er auch nicht. Nö. Jetzt haben wir eigentlich alles. Wir können die Ebene aber auch nicht mehr rerollen. Schade. Schade, hätte ich gewusst, dass die 5 zuvor schon rerollt, hätte ich die Ebene erst einmal so komplett fertig gemacht und dann die 5 genommen. Aber okay. Dafür lief die Ebene ja ganz gut. Wir haben auch keinen Schlüssel, dass man wieder da reinkommt. Ah! Ich habe gedacht, vielleicht erwische ich ihn noch, bevor er mich erwischt. Der Schuss lädt aber irgendwie so langsam auf. Ich habe schon zuvor losgelassen gehabt. So. Wir haben ziemlich viel Damage, soweit ich das mitgekriegt habe, ja. Aber der Schuss lädt mir noch viel zu langsam auf. Hier ist der Bossraum, da will ich noch nicht rein. Auf keinen Fall will ich da rein. Ach Mann! Jedes Mal, der Typ trifft mich jedes Mal. Jedes Mal trifft er mich. Wir haben 2 Bomben. Ich habe einen leisen Verdacht, wo der ist, der Geheimraum. Und zwar hier, glaube ich. Hier ist er auch, genau. Nur eine Batterie, die uns nichts bringt. Aber wir können uns einen Schlüssel sparen und wir gehen hier rauf. Temporary Body Generator, naja. Nicht so weltbewegend. Wieder meine eigene Dummheit ist es wieder.
Speed down, ja, okay. Hier können wir ja durch, ohne dass uns was passiert. Wir können ja fliegen. Münzen kriegen wir zwar einen Haufen, aber keine Schlüssel und so. Ist auch blöd. Bomben. Yay, also Bomben sind gut. Schauen wir mal in den Kampfraum. Ach komm. Und ein Schlüssel. Okay. Da waren wir schon drin. Okay. Müssen wir zum Boss. Ja. Charge mich rein. All Stats up. Und was gibt's bei dir? Nein. Zwei Seelenherzen. Speeddown. Kannst mich mal. Tja, okay. Ab zur nächsten Ebene. Das ist der ja, wir haben zu viele Herzen für den Kampfraum. Erstmal das Nervigste wegmachen. Nein. Aber wir gehen hier rein. Ey, ich hab doch aufgeladen gehabt, den Schuss. Und losgelassen gehabt. Und wir wollen uns aber nicht nochmal verletzen lassen. Wir haben uns eh schon oft genug verletzt. Das nehmen wir trotzdem mit. Ein Bettler? Nö. Nö. Hier ist schon der Boss. Hier ist der Shop. Bis jetzt schaut's doch ganz gut aus. Von den Herzen her schaut's gut aus. Goldenes Kaki. Nehmen wir doch auch mit. Von den Herzen her schaut's jetzt eigentlich auch mal echt nicht schlecht aus. Kann man sich echt mal nicht beschweren. Oh. Na doch, ich kann ja mit dir handeln. Münzen habe ich ja genug, ich kann dir ja schenken. Der Fool. HP ab. Okay. Das ist der schlimmste Raum, den man sich als Azazael wünschen kann. Alles explodiert. Ja. Bis wir noch nicht Amnesia. Jetzt müssen wir nicht mehr Speeddown, wollen wir nicht. Wir nehmen The Fool. So, jetzt wissen wir natürlich nicht mehr, wo was hingeht. Zack und weg.
cool. Ah. Stimmt, da kommt ja was raus. Genau vor die Tür gekackt. Da waren wir schon. Was machst du? Toxic Aura Tears. Okay, haben wir nicht. Wir haben eh keine Tears. Wir haben einen fetten Laserstrahl. Okay, also Tears bringen uns sowieso nichts. Sprengen wir mal. Nichts. Sprengen wir mal. Pillen. Amnesia will ich nicht. Was bist du? Lemon Party. Okay. Hier hätten wir auch noch, aber wir haben nicht mehr so viele Bomben. Paralyse. So viele Pilze sollten ja eh nicht mehr kommen. Und wir sind wieder genau nahe gerannt in den. Ich glaube, das wird nichts mehr mit uns hier. A Game Kit freigeschalten. Wir haben ja jetzt hier sowieso ein bisschen Geld. Da können wir ein bisschen zocken. Ein Dollar. Und wir sind reich. Cool, Seelenherz gleich. Da zocken wir jetzt aber ein bisschen, wenn wir schon einen Dollar kriegen. Nee. Warte mal. Macht das überhaupt was auf unseren Schuss aus? Nö. Wir schießen immer noch gerade. Empress will ich haben. Ändern. Was macht der Schlüssel? It feels lucky. Okay. The Fool. Empress. Cool. Emperor. Nein, ich will hier raus. Ich will einen Schlüssel behalten. Nichts. Okay. Ein Devil Deal. Ach ne, da ist ja noch ein Kackihaufen. Trotzdem kein Devil Deal. HP ab. Kein Devil Deal und wir haben mal ganz viele rote Herzen. Okay, schade. Kaum hat man mal rote Herzen, kriegt man kein Devil Deal mehr. Das ist nicht nett, wenn du in mir spawnen willst. Überhaupt nicht nett. Okay. Wir haben ja mal wirklich viele rote Herzen. Kann ich auch. Ich glaube sogar effektiver als du. Ich weiß nicht. 48 Stunden Energie. Achso, den hätte ich vielleicht erst einen Raum weiter einsetzen. Oh. Da gerade jetzt beim Treffer ein rotes Herz gedroppt.
Hier ist schon der Boss. Da wollen wir aber irgendwie noch nicht hin. Alter! Ich habe jetzt gedacht, toll, jetzt werde ich wieder getroffen, aber nein! Wir haben Gegner komplett zermatscht. Was bist du? They grow inside you. Keine Ahnung. Ja gut, jetzt haben wir aber keine Bomben mehr. Ist auch blöd. Hey. Hallo. Gibst du uns vielleicht Bomben? Bomben wären ganz lieb. Bitte. Nein, nicht Schlüssel. Bomben. Ich möchte Bomben haben. Bitte. Bomben. Keine Schlüssel. Danke. Hast du noch eine Bombe für mich vielleicht? HP ab. Na, auch nicht. Ich mag die Flamme nicht. Lass mich in Ruhe. Ich geh weg. So. Ich bin nicht an die Kiste rangekommen, ohne zu. Das ging jetzt auch einfach. Wir brauchen Bomben. Kann ich auch. Oh. Und noch eine Pille, eine Speeddown-Pille, die wollen wir doch auf keinen Fall haben. So, was natürlich cool wäre jetzt, wenn wir... Komm, hier, komm schon. Nein. Kann nicht wahr sein. Wo könnte der sich denn noch verstecken? Ich weiß es nicht. Hier gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, wo der es sein könnte. Ich sehe auch kein X, aber wir gehen mal in den Shop. Kaufen uns ein Herz, kaufen das. Filled with goodies. Und da wir ziemlich viele Münzen haben, hauen wir unseren Automaten auch noch schön voll. Na, und vorbei. Einmal hat man Münzen. Richtig viele. Und er ist verstopft. Er verstopft gleich. Hä? Ach, hier hinten war der Boss. Ich glaube immer noch, dass er irgendwo hier sein könnte, der Geheimraum. Hm, egal, dann lassen wir mal. Die eine Bombe möchte ich gern weiterhin behalten. Emperor. Ach, Emperor war gleich zum... Stimmt, du kannst ja das. Aber soweit ich weiß, nur zur Seite, oder? Kein Devil Deal. Tiers plus Shot Speed. Ab wieder kein Devil Deal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will einen Dark Bomb haben. Hm. Ich hätte gern den Dark Bomb, bitte. Erstmal die nervigsten weg. Ein Herz. So. Gut, warten. Ah, du kommst auch gleich zu mir. Dumm. Haha, noch bevor ihr chargen konntet. Ihr hattet keine Chance.
Wir sind jetzt halt in Tiefen 2. Da müsste die Mutter kommen, oder? Da müssen wir ein bisschen warten. Ich will noch nicht auf die auf Mom treffen. Ich will noch nicht unbedingt auf Mom treffen. Will ich nicht. Ah, es war eine Explosionsfliege. Das war jetzt auch knapp. Goldenes Kaki. Gehen wir erstmal hier. Gehen hier rein. Was gibt's hier? All Stats up. Das stimmt aber nicht. All Stats up. Schau mal her. Wir haben immer noch vieles bei 1 nur. Jetzt haben wir zweimal All Stats abgekriegt. Wir haben immer noch vieles, viel zu vieles auf... Wie soll ich denn da ausweichen? Wir haben noch immer noch viel zu vieles auf 1. Bomben, Schlüssel, wir haben eh das Geld. Wir haben, ja. Wir haben doch wir hatten schon Range up, wir hatten schon das up. Das einzige, was wir haben, ist Stärke auf maximal. Das restliche Zeug ist immer noch alles bei 1. Wir hatten so viel Stats up schon. Oh. Na egal. Ist ja nicht so, als ob wir einen Schlüsselmangel haben. Nee, 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 nee. Vergiss es. The World zeigt uns die Geheimräume. Den Geheimraum. Nehme ich noch mit. Hier gibt es nur einen Geheimraum. Der ist hier. ...99 Keys. Okay. Wir haben nie mehr ein Schlüsselproblem. Ich suche gerade nach Steinen mit Xen, dass ich vielleicht noch ein Seelenherz mir mal abstauben könnte. Ach stimmt, die Schüsse werden auch angesaugt. The Sun. May the Light. Kampfraum kann ich sowieso nicht. Hier gibt es ja keine Kaki. Hier gibt es ja nur Kaki. Und die vier Steine haben auch alle kein Ding. Hier gibt es keine Steine. Hier auch nicht. Hier sind zwei davon. Hier sind auch nur die. Hier auch keine Steine. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Also müssen wir. Ich mache einfach mal das an. Wir sind schon stark. Wir sind schon ziemlich stark. Habe ich gemerkt. Wir sind schon... Ich weiß nicht, was wir eingesammelt haben. Wir haben aber auch keinen Devil Deal wieder gekriegt. Wir sind schon echt stark gerade gewesen. Hey, cool. Jetzt habe ich zwei Spinnies. Eine durch das Buch. Wir haben immer noch kein richtiges Leertasten-Item. Utero 1. Es war klar, dass wir uns, dass wir jetzt getroffen werden. Gehen wir in den Kampfraum. Das kennen wir es. Monster gleich zweimal. Und kein Mal mehr.
sprengen wir noch die Kiste. Den Magneten, der bringt uns nichts, aber ich wusste, warum wir hier reingehen, weil hier außen liegen rote Herzen. Und da wir fast nur noch rote Herzen haben, ist das angebracht. War da eins mit X drauf? Nö. Kannst du schon sagen, es ist wirklich angebracht, hier reinzugehen. Das nehme ich mir auf jeden Fall. Bei der roten Herzenanzahl, die wir haben, ja. Lohnt sich das. Oh Gott! Und ich bin da unten nicht getroffen worden gerade. Toll, nur Kaki, die mich gleich trifft, weil ich sie nicht sehe, weil ich zu groß bin. Ich suche wieder nach X, 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 kein X. Wie sind die anderen jetzt gestorben? Jetzt muss ich mal langsam echt aufpassen. Mit meinem Herzen. Ja, es sind zwar ziemlich viele rote Herzen, die wir haben. Noch. Aber das kann sich ziemlich schnell ändern. Ja, zieht sehr schnell sogar. Alter, was ist denn das für eine riesige Ebene? Also hier ist der Bossraum, wo wir auf keinen Fall reingehen. Wir haben einfach viel zu wenig Leben. Boah, 4 Herzen haben wir gerade nur. 4 Herzen haben wir gerade nur. Zum Glück kann man sie hier recht, können wir sie ja recht einfach auffüllen, indem wir rote Herzen nehmen. Was ist das? Tastes like burn. It feels lucky, nehme ich lieber. Nichts. Was war das für ein Raum? Ach, das war der Stachelraum. Das war der Stachelraum. Jetzt müssen wir da rein. Mit kaum Leben. Müssen wir da rein. Die sind am Arsch, Leute. Soul Converter, du kannst ja sowas. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Den wollte ich nehmen, der war ganz cool. Und den nehme ich auch noch. Ach, Demon Wings. Cool, die nehme ich jetzt einfach nur, weil es geiler ausschaut. So, 2 Herzen lassen wir mal übrig mit unserem Soul Converter. Können wir uns im Notfall noch irgendwie Seelenherzen beschaffen? Wir gehen eine Runde zocken. Ey, ich das gewusst, dass wir hier gleich einen Game-Raum haben, hätte ich mir die Herzen nicht verblasen. Cool. Flylove. Zack, zack. Hier ist ein Stachelraum, da gehen wir mal noch nicht rein.
Hier ist ein Bettler. Vielleicht haben wir ja noch ein Glück und werden noch mal richtig OP. HP ab. Kannst dich auch nicht beschweren. Vor allem, wir haben unseren Soul Converter. Da haben wir noch mal richtig Glück eigentlich. Oh, sie haben mich getroffen. Nichts. Nichts. Ich glaube, der hat was gegen großartige Drops, das Spiel. Are you a wizard? Naja. Heute nicht. Ah, Treffer. Kassiert, ein Treffer kassiert. Gut. Da haben wir noch einen Raum. Wir haben ja 14 Bomben. Wir könnten ja auch mal auf Geheimraumsuche gehen. Wir könnten ja auf Geheimraumsuche gehen. Hier oder hier vielleicht? Okay, das erste war gleich richtig. Bomben? Pille? Balls of Steel? Natürlich auch perfekt. Im Game Room, da haben wir ja gar nichts mehr. Da haben wir alles schon erledigt. Hier drüben. Super Geheimraum vielleicht? Nein. Hier. 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 Nein. Hier oben vielleicht. Der grenzt ja nur... Aha, wollte ich gerade sagen, der grenzt... So viele rote Herzen. Und jetzt hat ein Dark Bomb. Und wir hätten gewonnen. Okay, uns fehlt ein rotes Herz. Uns fehlt ein Herz. Wir haben den Soul Converter drin, den wir ruckzuck einsetzen können, wenn unsere Herzen runtergehen. Ja, müssten wir hinkriegen. Und wir haben's geschafft. Wir haben's echt geschafft. Wir haben ein Herz verloren. Hier geht's nach unten. The Rubber Cement. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Hey, unterm I von Isaac wird einer geköpft. Seht ihr das? Mit dem Schwert. Mit Mom's Knife. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal. So, wir haben es echt gut geschafft, den Run. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, wir nehmen öfter mal Azazel, weil mit Isaac hatte ich 2 Runs, die für einen Arsch waren. Die schneide ich aber auch noch davor mit. Oder, nee, die schneide ich jetzt dahinter, die 2 Runs. Damit ihr sehen könnt, was für ein Pech ich mit ihm gehabt habe. Und tschüssili, wir sehen uns. So, und da sind wir auch schon wieder. New Run. Ich würde sagen, diesmal probieren wir es mit Isaac.
Unsere Windstrikes werden immer weniger, immer weniger. Wir probieren es jetzt mal mit Isaac. Das muss doch mal klappen hier. Aggressive Verfolgungsspinnen, das ist... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das geht... Das geht... Okay, das war jetzt ein ziemlich schneller Run. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Das hat mal überhaupt nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Die kann man ja schön von der Distanz wegmachen. Das machen wir auch. Schön von der Ferne weg. Oh Gott, was seid ihr für Monsterfliegen? Aggressive Verfolgungsfliegen, die noch ausweichen und schießen können. Ein halbes Herz. Der Run gerade eben war ja für den Arsch. So, schon wieder so blöde Spinnen. So, eine Münze und wir gehen in den Goldraum. Nee. 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 Eine Bombe haben wir noch. Wo könnte sich der Geheimraum verstecken? Hier? Nein. Nee, beim Bossraum nicht. Dann könnte er ja nur noch hier unten sein. Hier. Genau, und hier ist er auch. Und wir kriegen eine Batterie. Okay. Wir haben nichts Sinnvolles auf dieser Ebene gekriegt. Aber wirklich nichts. Das könnte längerfristig werden. Du da unten. Aha. Nee.